Hey ho, hier bei Let's Play GTA Online mal wieder einer neuen frischen Runde. Die Damen und Herren, herzlich willkommen. Hallo. Motherfuckers! Yo, 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 was geht, man? GTA Online? Wir sind echte Online-Gangster, verstehst du? Und deswegen machen wir einen Zugriff in Schumme. Online sind wir Gangster. Wir sind echte Online-Gangster. Alter, ich schreibe Hater-Kommentare auf YouTube. Ich bin Online-Gangster, Mann. Yo, yo, bitch. So, check mal meinen Slug. Style. Ja, ja. So, kann mir jemand mal vorlesen, worum es in dieser Mission geht? Ja, Dennis, mach mal, komm. Nee. Und der Ding hat die Verdrain, da geht's um langsame, dicke Männer, das muss der Gong vorlesen. Nee, der Tobi, da geht's um langsame, dicke Dinger, also um deine alten Klöten, Mann. Ja, stimmt, es geht um die Dinger, die wir drehen. Ja, da, ne, ja. Die werden übrigens langsam dicker, Mann. Ich hab von einem Boot voller Stoff erfahren. Das Esses von dem Seide, Vargas. Seide. Was, die Esses? Sind das die Esses? Die Esses, natürlich die Esses. Die Esses. Esses. Von den Vargas haben es aus Mexiko hochgebracht. Und es ist voll, dass es tief im Wasser liegt. Nimm's ihn, jetzt steht da gerade, Sassgraf hat ihnen eine Nachricht geschickt und ich kann den Text nicht weiter vorlesen. Nimm's ihn in den Chubaschap und bring es zu meinen Leuten bei der Brücke am Lago Zancudo. Sind ein paar tausend für dich drin, Hombre, aber pass auf, die werden an Land und auf dem Wasser Wachen haben. Oh, eine kurze Sache, Leute. Erforderlicher Rang 35. Cool, das ist hier genau das Richtige für mich, weil ich bin ja jetzt 14 geworden. Ja, da kann der Tobi ja alleine spielen, mal wieder. So, aber Kinder, ihr wisst Bescheid, ich muss erst noch zum Ammunition, weil ich will endlich diese tolle MP haben, bitte. Oha. Bitte. Daratan, nein! Du bist doch erst 14! Seid doch mal Freunde, du bist auch gerade erst 21, du hast gerade mal erst einen USA-Alkohol trinken. Ich hab schon Haare am Sack. Mit 14 haben wir schon seit 10 Jahren Knarren in Amerika, weißt du, ne? Ja, genau. Stimmt. Aber Überraschungseier sind verboten. Oh cool, mein persönliches Fahrzeug wurde mal wieder beschlagnahmt. Mit wem darf ich jetzt fahren? Ich steig mein persönliches Fahrzeug ist beschlagnahmt. Weil ich die Karre mag. Ich steig immer beim Tobi an, weil ich die Karre mag. Dalatza, komm, willst in mal mein fahren? Auto. Nee, komm, fahr du. Dalatza, hier, komm. Ja, das ist ein tolles Auto. Genau das Richtige. Also erst zur Ammonation, ne? Ja, das wäre toll. Zur Puppelnation. Ist echt ein geiler Wagen eigentlich sogar wieder. Ist der, ne, aber der bricht zu extrem aus. Ja, das ist bei meinem Fahrzeug leider, meinem privaten, auch das Problem. Eigentlich war das, was ich vorher hatte, besser. Und ich kann auch verstehen, wenn einige das nicht so geil finden, die neue Karre. Aber der ist irgendwie stylisch. Redest du jetzt von deinem privaten Auto? Nee, oder von dem Spiel? Von dem, das private Auto, das ist, du meinst mein Renault Twingo? Baujahr 80. In Pink. Nee, also ich meine natürlich das Auto im Spiel jetzt hier, diesen okay. Mustang, den alten Mustang quasi. Also wenn ihr einen Twingo mal in Köln sieht, einen pinken, wisst ihr Bescheid, wer da drin sitzt. Genau. Der gute Salazar. Jetzt wirklich ernsthaft jeder, ich hätte den pinken Twingo. Weil hast du ja auch? In Wirklichkeit gehört er der Heidi. Und das, ich habe wirklich heute einen gesehen, also das muss man sagen, hier so aus dem Kreis, wo ich komme, das ist das Kennzeichen hier SU, ne? Und ich habe einen gesehen, der hat S-U-C-K. Oh. Ach, cool. Ja, das ist ja super. Der kennt sich aus mit dem Leben. Ja, der weiß, wo man... Weißt du, das sind immer ein Freund von mir, diese ein Freund von mir Geschichten. Ja, das bin ich selber. Ich habe ein Sack-Kennzeichen. Aber das habe ich gemacht, als ich dich kennengelernt habe. Oh, das ist aber nett oder doof? Das wollte ich dir noch nicht sagen. Oh, warte mal, ich kann mir nicht das Magazin, holen. Alter, ich bin danach pleite, ey, ohne Scheiß. Pleite! Ich hab jetzt das größere Magazin und das zieht mir auch kann ich nicht mehr erlauben. Pleite! Pleite! Ich hab nur noch 2000, ach, ein paar zerquetschte. Taktisches Lichtzielfernrohr, ja. Aber das sieht gut aus jetzt. War so teuer alles! Muss echt mal zum Bekleidungsgeschäft. Guck mal, packt er hier die Waffe aus? Bist du verrückt? Alter, was? Wieso schießt er auf mich? Holt er hier die Waffe raus? Was bist du denn für ein Gandalf? Wieso schießt er auf mich? Ich wollte den gar nicht überfallen. Ich wollte einfach nur mal... Ach, der hat auf Wanne geschossen. Ach so. Oh, Ammonation hat cool geschlossen. Teamleben noch eins. Der hat geschlossen. Toll. Nimm das Geld, Alter, nimm das Geld. Mach die Kasse leer. Ich kann es nicht aufheben. Ey, wie mach ich denn die Mission Kasse leer? Wieso können wir eigentlich... Wieso können wir leid, Freunde. Wieso können wir eigentlich nicht die Waffen jetzt von der Wand nehmen alle und dann ja, auch... Ja, das wäre geil. Die Muni und so. Aber das habe ich gerade verkackt. Das tut mir leid, ey. Das war... Guck mal hier, also Gregor. Also aggressiv bist, ja. Hier, guck mal, ich stand extra hinten im Laden, hab die Waffe Ich weiß genau, was du vorhast. Tobi, guck mal. Tobi, komm mal rein. Nee, wir haben... Nein, nicht erschießen jetzt. Ich wusste es einfach. Wie trocken er rausgeht, ey. Wie geil. Ey, Playmesse, was ist das denn hier? Raus aus meinem Auto. Entmüffelt. Achso, so, warte kurz, Tobi. Jetzt haben wir natürlich nur noch ein Team leben. Ich warte, bis du eingestiegen schwere Mission. Der geht auch ganz gemütlich erstmal rum. Der alte Mann, der braucht ein bisschen, Tobi. Soll ich erstmal die Rollstuhlrampe rausfahren? Das wäre super nett.
Brauchst du jemanden, um hochzurollen zu deinem Auto oder was? Bartomi, der hat gesagt, du bist dick. Ich bin auch Hauptdarsteller von Monkey Ball. Boah, Alter, hör auf. Du darfst nicht selbst dissen. Ach so. Tobi ist Peter Griffin. Ne, Tobi? Nee, das ist jemand anderes. Wer denn? Erläuter mal. Komm. Nee. Na komm. Nee. Boah, du fährst aber super. Ja, ne, der Tobi, der hat's drauf. Noch. Wollen wir die beiden einholen? Niemals. Krieg den nicht hin, niemals. Niemals. So gut. Sarazar hat hier so einen flotten Fuß, ja. Oh, Alter, Tobi, was ist denn los? Der ist übergezogen. Ich wollte meine Hand nicht auf deine Brust legen, es war ein Versehen. Nicht, auch nicht mit eurem billigen Lambo, ihr Pussys. Oder vielleicht doch, ich sollte den Mund nicht zu voll nehmen. Den Mund sollte man. Manche Leute denken ja, ich meine sowas ernst, wenn ich sowas sage. Ja, du bist ja voll der Hater. Und das stimmt. Ich nehme sowas immer total tot ernst. Oh, der Sarazar ist voll der Hater. Wenn die Kamera aus ist, dann beleidigt er uns alle. Ja, genau. Das wird nicht so. Alter, das gibt's doch gar nicht. Also, das wird ja nichts hier, Tobi. Ne, Tobi, wir sagen dir dann, wie es da ist da vorne, ja? Ja, fahrt ruhig mal in euer Verderben. Weißt du, hat voll das 30.000-Euro Auto. Das Auto ist nicht schnell. Das Auto ist nicht schnell. Wie die letzte Flünz auf Center TV, ey, ganz ehrlich. Das ist doch voll schnell. Der Ding ist doch eine von den Supercars, oder? Ja, aber das ist der langsamste Supercar. Echt? Ach, deswegen habe ich den. Der lässt sich ja auch nicht so gut lenken, ne? Nee, der ist sehr flach, aber ich. Aber der sieht cool aus. Wie flach? Was heißt das? Ja, finde ich auch. Wartet mal ab, wenn ich die Rennen geboostet habe. So wie meine Witze. Wie flach? So wie deine Brust, Tobi? Ja. Oh. Der Tobi ist der einzige Mann, der sich selber einen Titjob geben kann. Du bist gerade so leise, Dennis, bei mir übrigens. Hallo, Sarazar. Das war immer so leise, weil ich dir gerade dein Ohrläppchen anknabber hier im Auto. Ja, weil der sonst immer rumschreit, deswegen hatte ich den so also runtergedreht. Ich hab immer so gut ausgedrückt. Das trägt ja sonst keiner. Nee? Beim Dennis ist es immer so, der ist mal leise und sagt: Ja. Oh mein Gott. Ach, der Gronkh, Leute, der Gronkh disst mich immer. Habt ihr eine Ahnung, was man dagegen machen kann? Ich bin schon in Therapie, ja? In Gronkologie. In Therapie bist du. Das Ding ist halt, der Dennis hat echt so hier diesen Pfad des Boomerns gefunden, aber einer muss es ja machen. Ja, natürlich. Nee, wenn die Kamera raus ist, kommt Dennis, nächstes Mal machen wir das besser, wir mobben dich nicht mehr so, du bist ein Guter. Was? Wir schätzen dich, ja? Das glaubt doch keine Sau. Wir haben nicht vom Tobi gesprochen, von mir. Ja. Weil du auch so glaubwürdig bist. Aber ihr habt... Tobi! Ey, man merkt schon jetzt den Unterschied, dass ich Driving Skill 2 hab. Ich wäre sonst völlig ausge... Du bist ein richtiger Pro, Alter. Ohne Scheiß. Tobi hat Driving Skill 2000. Fand ich da rein. Die Motherfuckers, die waren schon da. Warte mal, ich stell uns mal die Karre so hin, dass wir hier die als Deckung nutzen können. Guck mal hier, extra nur für dich. Willkommen. Guck mal, ich zieh mir gerade ein, Alter. Guck dir das doch mal an hier, extra für dich. Was ist das denn? Tobi, du läufst nicht da rein. Alter, geil, danke, genau, Tobi. Tobi! Krass, geil. Raus hier. Was du ein Verräterschwein bist. Ich bin Tobinator. Was ist denn das? Wer wollte denn unbedingt vorfahren? Uli Hoeneß, mit der Hoeneß-Wurst. Alter, das gibt's doch gar nicht hier gerade. Gibt's doch gar nicht. Didit. Gibt's doch gar nicht. Ja, wo sind die? Ne. Ich die Glas unter der Faltencreme. Boah, ich wollte mich gerade, aber ich kann mich da nicht hinhocken. Wir haben verloren. Gronkh, wir sind raus. Nee, wir sind wieder drin. Nee, wir haben noch ein Teamleben. Keine Leben mehr. Ich bin raus. Hä? Ich bin wieder drin? Ja, weil wir noch ein Teamleben gehabt haben, weil ich diese Aktion in den Laden gebracht habe. Nee, war ja mein Fehler, ganz klar. Oh, der arme Sarazar. Ich geh rein! Junge, das ganz ja glücklicherweise. Alter, jetzt geh doch mal dahinter, Mann! Ey, Scheiße! Mission, der Verdächtige wurde als Krimineller mit dem Straßennamen identifiziert. Ja, toll, Dennis, danke. Ich hab ganz gemacht. Dennis hat mich getötet, danke, Dennis. Der Verdächtige soll anscheinend in der Crew Slay Masses sein. Los Santos hat einen kulinarischen Preis für unglaublich. Oh, ich kann der Held sein, Mama! Boah, ich hab. Oh, Mama. Das war's eh schon vorbei. Ey, Leute, könnt ihr mal aufhören, mich immer so fertig zu machen, ey? Ich dachte, wir sind alle die Ergebnisse. Sag mal, Heideltraut, hast du mir einen Rücken geschossen, damit du die Mission alleine machen kannst? Warum bin ich gestorben, Alter? Also mich hat er auf jeden Fall gekillt. Vielleicht, weil du wie John Rambo da reingerannt bist? Nee, hab ich gar nicht, Alter. Ich war voll sicher. Oh, die Polizei hat übrigens den Kampf zwischen betrunkenen Polizisten beim Polizeifest, deswegen das Polizeifest unterbrochen. Was? Und übrigens, soll der Heideltraut mit der Crew von Play Massive unter einer Decke stecken, mit der Crew von Slay Massive? Da
natürlich eine super Möglichkeit, sich hier zu verstecken. Das sind hier gerade die News hier, die neuesten News von Weasel News. Ach, die Weasel News Kamera hast du gerade. Ah, ja. So. Ich dachte schon, hä, was hat er denn jetzt? Ah, du steckst also mit Slay Massive unter einer Decke. Sag mal, was machst du da? Ach so, Feintuning. Ah, Mama! Also, wieso treffen die so krass? So? Wieso treffen die so krass? Ich versteh's nicht. Oh, ich hab auch keine Möglichkeit, warte mal. Auf 3 Kilometer treffen die jeden Pixel, das gibt's doch gar nicht. Ich hatte letztens eine Mission, da hat er aus der Deckung geschossen, ohne hochzugucken, einfach nur freie Hand und ich bin gestorben. Und trifft immer, ja, natürlich, natürlich. Klar. Also das ist schon ein bisschen übertrieben, muss ich sagen. Okay, man muss sagen, das ist auch für Level 30 hier, ja? Das liegt aber daran, dass die NPCs nicht über Xbox Live drin sind, weißt du? Komm, mach sie alle platt, Dennis, mach sie alle platt. Wir ja, dann bin ich auf einmal wieder für euch hier, ne, der Lakai hier, das ist klar. Halt die Schnauze, mach sie alle platt. Boah, wie viel sind denn da noch? Ey, das packe ich nicht. Dennis. Du geile Sau! Dennis, kennst du noch? Der war mindestens genauso frech wie du. Ach, der Film mit Walter Matthau, ne? Dann das, ja, dann diese, genau, spätere, genau, Verfilmung. Unter anderem. Ja, und dann so ein kleiner Rotzlöffel. So ein kleiner Rotzlöffel. Der Dennis. Der hat einen dicken Penis. Haarschopf. Penis. Oh, ich hab Haarschopf gesagt. Deine Hose ist so toll. Einfach atmen. Als ob die dich nicht antönt hier. Ah. Sieht aus wie Arno Dübel, Alter. Ey, rede doch nicht über deinen Vater, Alter. Kannst jetzt bitte mal aufhören zu quatschen und Missionen gewinnen? Ich will Geld kriegen hier. Ey, weißt du, an wen meine Figur mich voll erinnert? An den Timbo. Ohne Scheiß. Muss man echt mal sagen. Oh, was ist eine Beleidigung, würde ich sagen. Du hast Timbo lange nicht mehr gesehen, oder? Warum? Wie sieht der denn aber aus? Aber immer an ihn gedacht. Der Timbo ist für mich ein Idol. Aua. Nimm erstmal ein Odol. Ist total spannend heute, oder? Ja, oder? Mhm. Echt? Ja, soll ich da einfach reinrennen jetzt, oder was? Volle Ladung Action, Freunde! Du Flaschenhals, du! Nee, ist ja... Hast du letztens noch die Kirmes... Ja, komm, seid doch mal ihr Profis und kommentiert das doch mal 5. geschickt. Bei GTA, genau. Unfassbar, wie er hier in seinen kurzen Buchsen über den Pier schlawenzelt. Oh, die Gegner schießen in den Fuß, er ist tot! Ja, das war... Wow. Schade. Und dafür warten wir hier 10 Stunden, weißt du, denn er ist toll gemacht. Ich hab einfach das war Null meine bekommen. Chance! Ey, Dennis, wegen dir ist mein Let's Play total langweilig. Oh, nee. Geil, ich hab 1 Kill und 2 Tode übrigens. Ach cool, ich hab 2 Kills und auch 2 Tode. Wir sind der eine tot war in die Waffe im Laden gezogen. Ach, eine Wiederholung machen. Also das tut ja, mir echt leid, da habe ich natürlich auch viel verkackt, aber wir haben es ja irgendwie alle verkackt. Schön, dass das so ja nicht nur mir zumeist, ja, oder? Ja, also, das lag ja schon an Dennis eigentlich. Das lag ja, eigentlich ja, an also, Dennis alle, ist so nee, ein Spasti, Alter. Sagen, der Dennis hat ja als einziger noch, aber wir dürfen da nicht wieder so vorpreschen. Ich dachte dann erst, oh, aber du kommst nicht, vorrennen. Aber du kommst nicht anders nach vorne, du musst ja nach vorne gehen. Wir brauchen auf jeden Fall einen Scharfschützen, das brauchen wir. Hat jemand von euch einen Sniper, Tobi, Level 40? Oh ja, ich gehe ja schon. Gut. Tobi, hast du einen Sniper? Von mir aus kann es losgehen, Freunde. Ciao, los geht's! Ich bin auch voll dabei, voll dabei. Leute, es tut mir leid, dass ich in dieser Aufnahmesession ein bisschen auf LSD bin, aber die beiden haben gesagt, die verkaufen mich und ich muss das alles tun, damit ich bei dem bleiben darf. Hast du ihm sein Heroin verabreicht, Gronkh, oder musst du mir das noch wieder... Aber in einem in Form eines Zäpfchens. Nee, abwarte genug. Ich habe mir erstmal einen Downer in den Arsch geschoben, damit er wieder Deswegen tut's so weh, ey. Okay, jetzt so. Aber. Es blutet so. So, weiter geht's. Ey, cool, wir haben alle unsere persönlichen Fahrzeuge nicht hier, aber trotzdem gibt's... Warte mal, Mädels, ich hol mir mal einen Sniper. Er haut sowieso ab, könnt ihr ruhig machen. Ich bin der Letzte, der überlebt. Nee, Gronkh und ich, wir machen das. Wir zeigen euch mal. Wir zeigen euch mal, wie Profis 14, arbeiten. Level 14. Okay, Hartz IV kannst du ja voll weit weg. Das ist ja gleich um die Ecke. Ja, echt, lohnt's hier gar nicht. Lacher. Kann ich ja quasi so mal von oben begutachten hier. Ja, ihr haut ja wieder ab, ihr seid ja wieder solche Flitzepiepen. Ey, sollen wir uns hier, warte mal, das ist doch eine geile Idee. Warte mal, Schweinemagen. Alter! Mann! Du, hör auf! Alter, ist ja nicht so, dass das Teamleben irgendwie drauf geht. Ich ziehe gerade, Vorsicht, lass mal da hoch. Ich hab dich gerade durch die Luft gezogen, das war wieder voll am Lenken. Ja, aber ich will doch nicht sterben, Tobi. Tobi, ja. Lass mal von der Seite unfassbar. Guck mal, von hier oben können wir uns das super verschanzen, Gregor. Yes. Ja. Oh, Tobi hat Schnippels. Wir müssen das noch ein bisschen anders hinfahren, das Auto. Wir können ja auch gleich von hier oben abballern, Alter. Das, ja, aber das ist die einzige Deckung. Vorsicht. Weißt du, was ich jetzt mache? Ist mir scheißegal, ey. Gregor? Alter, du willst doch jetzt nicht... Och, Alter, nee. Vorsicht. Warte. Nein, wir werden jetzt gestartet. Och, wir werden jetzt gestartet. Du Spaten. Aber echt, ey. Ich will Kills haben. Okay, das ist die falsche Waffe für die Nummer. Ich würde so gern, ich würde so gern, ich würde so gern.
Chips? Was würdest du gern? Ach, nichts. Die kennen wir nicht von dir. Wir wissen ja alle, warum der Dennis wieder gestartet hat. Warum denn? Es ist immer die gleiche Scheiße mit dir. Ich bin aufs Knie gefallen. Scheiße, das ist echt eine beschissene Ecke. Hä? Was machst Fick du? Die Wand an! Das darf doch nicht wahr sein! Erich? Da kam plötzlich ein Roter, der ist gespawnt oder keine Ahnung. Ich hab grad zielen wollen. Okay, die da hinten sind weg, die beiden. Die haben ich presche vor. Nein, warte! Warte bitte nicht! Vorsicht, Gregor, da kommt eine Granate. Nicht von mir. Die Renate kommt. Ist ein Geschenk von der Heide. Aber doch nicht hierhin. Ja, die Waffe ist ja seriös mehr. Geworfen. Das oh, guck mal, ich nicht Geld. Traut. Vorsicht, Heidi. Guck dir mal den Heide wieder an, wie er wieder vorprescht. Okay, wir müssen jetzt hinter deswegen rennst du auch durch, Alter, ne? Das ist übel. Du Kloßbrühe, du. Tobi, du hast doch einen Scharfschützengewehr. Mach doch mal was. Weißt du, wie viele ich da hinten schon weggeräumt habe gerade? Ein. Nee, Heidi, Vorsicht! Vorsicht, ich Alter! Ich hab Angst! Mann! Oh! Ich bin so froh, stark genug. Nimm deinen Arsch da weg. Wir müssen da rushen. Komm, scheiß drauf. Renn hier, renn da hin. Wie das ein Kopf in meinem Hinter drin stecken hat. Deswegen habe ich auch eine kurze Shorts an übrigens. Ja, das weiß ich warum schon. Warum muss ich eigentlich der Erste sein, der Frischfutter ist? Frischfutter? Frischfutter vor allen Dingen. Geh in Deckung, geh in Deckung, geh in Deckung. Schnell. Boah. Vorsicht, Alter, oha. Sind die auch oben? Ja, oben ist auch noch einer. Den schieße ich durch. Ich krieg den nicht durch den Zaun. Die kriegen einen schon, aber ich krieg den auch nicht da oben. Jetzt hab ich ihn, ich hab ihn. Super, Leute, sehr gut. Oh. Alter, dieser Dennis schon wieder, ne? Super. Weiß aber nicht, was müssen wir denn da hinten machen? Das Boot verteilt. Was? Sehr gut, Jungs, gut gemacht. Was kommt denn jetzt mit dem Boot? Hey? Auf dem Wasser kommen welche, da kommen welche. Und die Zäune, meinst du, sind guter Schutz? Weiß ich nicht. Für die NPCs schon, aber das heißt ja nichts. Fuck out of here, bitch. Den hab ich erwischt, den einen auf dem Boot, das ist aber noch ein anderer. Komm schon, du Arsch. Ist der auch tot? Ja, sind beide auf dem Boot tot. Ja, okay. Jetzt kommt aber ein zweites Boot, Ladies und Gentlemen. Und da von da vorne. Die, meine Damen und Herren. Okay, das kriegen wir auch noch hin. Alter, jetzt lass den noch treffen, Mann. Ist down. Nice! Wow. Okay. Ey, eine 30er Mission. Okay, jetzt müssen wir da irgendwie mit dem Boot abhauen. Darunter. Oh, ich bin so aufgeregt. Exciting! Alter. Hui. Crash. Exciting! Ja, was habe ich hier für den Körper gemacht? Ja. Deswegen haben wir, wenn der Tobi reinspringt, kriegen wir einen Tsunami. Ich bin eine Frau. Mann! Jetzt steig doch ein! Oh, mein Typ steigt auch nicht ein. Warte. Oh, kommt rein, Ladies. Hier ist jetzt genug Platz. Alter! Ja, spring wieder runter. So, schönen guten Tag. Und ab geht die Post. Ja, wir müssen noch warten. Jetzt setz dich doch hin, Mann! So, jetzt aber. Zieht schon mal eure Waffen, weil ich glaube, wir kriegen noch Gesucht. Juhu! Okay, ich bin der Fahrer. Darf ich den Kopf einziehen? Nein. Ich hänge gar nicht vom Tobi ab, vom Heidel, oh Gott. Hui. Guck mal, wenn wir in der Luft fliegen, dann Heidel, da ist ein riesen Kreuzer hinter uns her, das muss die Bismarck sein. Achtung, Feind von rechts. Oh. Feind von rechts. Boah, die schießen so genau, ne? Ja. Ekelhaft, ekelhaft, sag ich. Kannst du doch einfach nicht so genau schießen. Ich bin ja voll. Ja, die können das die aber. Die sind ja, die sind ja auch NPCs. Die sind ja Computer. Was heißt denn NPC? No Player Character. Du solltest ein Lexikon aufmachen. Ey, Alter, Lexikon, ey, das kannst du auch NSC nennen, nicht Spielercharakter, ja? NSC, mit freundlichen Grüßen. NSC, Mann. Hier sieht das Wasser ein bisschen braun aus, oder? Ja, ich hab da gerade reingeschissen. NSC ist übrigens der Nazi Social Club, das ist so eine Seite, da kannst du dir ja Profile machen. Böse. Und wenn du aufsteigst, kriegst du den Glatzenrang. So. Warte mal, wo müssen wir denn hin? Hier rechts in die Bucht rein, bitte. Da, gelbe Punkt. Gelbe Punkt, du musst! Bande. Gelbe Punkt ist doch Verpackungsmüll. Liefere das Boot am Ablieferpunkt ab. Da vorne, siehst du es? Hey, da vorne, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, okay, komm. Schaffst du? Leck mich fett, hör auf! Ach Gott sei Dank, ich dachte schon. Das Boot wurde von Heideltraut abgeliefert. Mann, ich hab's geschafft, ey! Freunde, wir haben die Mission bestanden, wenn das nicht mal was Tolles ist zur Abwechslung. 1000 nur? 1000 Dollar, was ist das denn, ey? Ey, da verdient ja die immer mehr auf dem Strick, was? Am Strick.
wo sich alle an ihr vergehen, während sie in der Sonne hängt. Alter, hey, Massive, Terminator, Alter, wie sind wir eigentlich gerockt hier heute mal? Alter, fünf Kills, das gibt's. Was seid ihr denn für Noppen, ey? Ehrlich. Guck dir mal, der Heiltraut an, ey, 4 Kills, der Heiltraut. Ja, yeah! Guck mal, Grung, einmal getötet hier, voll der Außenseiter hier, ja? Einer muss sich ja opfern. Ja, ihr kleinen Paradiesvögel. Ja, was machen wir in der nächsten Folge, weißt du schon? Hast du schon was, Wir können ja mal wieder eine Rente machen. Nee, Shopping in Beton? Vielleicht irgendwas sowas in der Art. Ja, machen wir in der nächsten Episode, denn wir müssen leider die Episoden ein bisschen kürzer machen, weil wir im Moment alle nicht so viel Zeit haben, ne, leider. 35. Ja. Also ich hätte Zeit für 3 Stunden, aber leider geht es nicht. Ich muss mich ja beugen, weißt du? Der Sarazar will ja nicht, Leute. Der Sarazar will ja nicht. Genau, der Sarazar ist schuld. Genau. Absolut. Ja, liebe Freunde, wir müssen leider die Folge jetzt beenden, aber wir sehen uns wieder in der nächsten Episode. Wäre nicht. Ja, Mensch, da haben wir jetzt, war ja auch, haben wir Brot abgeliefert, war toll. Was, die geil, Folge ist nur 21 Minuten? Ich kack ins Essen! Ich deabonniere alle deine Kanäle! Ja, warum das so ist, erklären wir in der nächsten Episode, glaube ich. Ne? Es liegt einmal Fuyu X einfach. Es liegt einfach einmal Fuyu X. Das lässt sich nicht ändern. Kannst du nichts machen und, ciao, bis zur nächsten Folge. Tschüss.